Chronische Niereninsuffizienz, das ist dauerhafte Verringerung der Nierenfunktion. So dazu kommt Einschränkung der komplexen Filtration und Ausscheidungsfunktionen, Zerstörung des Wasser-, Elektrolyt- und Säurebausenhaushaltes und gleichzeitig unzureichende Hormonproduktion der erkrankten Niere und der Anämie oder Osteopathie. Das heißt, chronische Niereninsuffizienz, irreversible Abnahme der exkretorischen und inkretorischen Nierenfunktion, welche zum Beispiel inkretorischen bedeutet in endokrinen Funktion. Das bedeutet so endokrin Funktionsabnahme. Wir haben schon gesagt, diese Teil unzureichende Hormonproduktion, dazu kommt Anämie, Osteopathie und exkretorische Funktion. Das bedeutet glomerulär und tubular Funktionabnahme. Dazu kommt so diese Filtration und Ausscheidungsfunktionsstörung, Wasser, Elektrolyt, Säure, Bausenhaushaltes. So als Ursachen, wichtigste Ursache, diabetische Nephropathie, dann hypertensive Nephropathie, Glomerulonephritiden, polyzystische Nierenerkrankungen, tubulointerstitielle Nierenerkrankungen. So als Symptome erstmal exkretorisch, das heißt glomerulotubulär, so diese reversible Abnahme kommt, diese Symptome. Überwässerung, Sie haben Hypertonie, periphere Ödeme, Lungenödem. Uremiezeichen, Uremie bedeutet Intoxikation durch Ansammlung harmpflichtiger Substanzen. Dazu gehören Harnstoff, Beta-2-Mikroglobulin, Kreatinin. So, welche Symptome können wir sehen? Allgemeine Symptome, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder uremische Fäulnisexurie. Oder Hautflecken, Kaffee-Au-Leitfarbe, Pruritus aufgrund so Einsammlung, Einlagerung Urat-Kristallen in der Haut, das verursacht so Histamin-Ausschüttung und dazu kommt Pruritus. Also Pleuritis, Perikarditis, Enzephalopathie, Polyneuropathie und Gastroenteropathie. Sonst haben Sie so Elektrolyteverschiebungen, Kalium und Phosphat wird erhöht aufgrund erhöhter renaler Ausscheidung und Calcium wird erniedrigt aufgrund so Calcitriolmangel und metabolische Azidose sehen wir meistens. Dann inkretorische Symptome. So inkretorisch, das wäre endokrine Symptome, so renale Anämie aufgrund Erythropoietinmangel, das kann auch aufgrund verkürzter Überlebenszeit für Erythrozyten durch uremische Hämolyse sein. Sie haben normochrome normozytare Anämie, renale Osteopathie, das ist Sammelbegriff des Knochenstoffwechselveränderungen bei chronischen Niereninsuffizienz, kann man sagen, so Sekundärhyperparathyroidismus, zum Beispiel durch die Hyperphosphatämie und Hypokalzämie. Bei Mangel an Calcitriol kommt es immer zu sekundären Hyperparathyroidismus und zur renalen Osteopathie. So, Glomerulofiltration ist ein wichtiges Zeichen. Bei Männern soll das zwischen 95 und 145 sein, bei Frauen 75-125 soll sein. So, es gibt so Stadien, abhängig von der Glomerulofiltration. Und dann erste Stadium über 90 und fünfte Stadium, das heißt schlechter unter 15, zweiter zwischen 60, 19, dritter zwischen 30, 60 und vierter zwischen 15, 30. Dann gibt es noch eine Stadieneinteilung nach Retentionsparameter und Klinik. Dann erste kompensierte Stadium, hier so normale Retentionswerte mit reduzierter Glomerulofiltration. Zweite Niereninsuffizienz mit kompensierter Retention, das heißt asymptomatischer Anstieg Kreatininwertes bis 6 Milligramm Deziliter. Dritte Niereninsuffizienz mit dekompensierter Retention, das heißt klinische so Manifestation der Niereninsuffizienz Kreatinin über 6 Milligramm Deziliter. Und dann vierte Nierenversagen, das wird vorgeschritten, also Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht. So, dann als Untersuchung im Blut sollen wir so Blutbild gucken, Hämoglobin in diesem Fall erniedrigt, Erythropoietin erniedrigt,
So, wir haben schon gesagt, Erythropoietin-Mangel verursacht so Normochrome, Normalzellanämie, Kaliumphosphat erhöht, Calcium erniedrigt als Elektrolyte. So, sie haben auch in der BG-Metabolische Acidose-Retentionsparameter erhöht, Harnstoffkreatinin und Bestimmung von Vitamin D und Parathormon wichtig. Da, wie gesagt, so dass so durch Calcitriolmangel so kommt diese Hyperphosphatämie, Hypokalzämie und das verursacht Sekundärhyperparathyroidismus und Renalosteopathie. Dann Urinuntersuchung wichtig, sonografisch kann man vergrößerte Nieren und Echogenität, so sollen wir gucken. Nierenbiopsie wichtig bei weiterer Abklärung sollen wir gucken. Und zur Renal- und Kardiovaskular-Risikoabschätzung sollen wir bei dieser Patienten neben einer Glomerulofiltrationswerte quantitative Bestimmung Proteinurie machen. Zum Beispiel Albumin-Kreatinin-Ratio kann man machen. So, als Therapie erstmal Flüssigkeit, zuvor ausreichende 2 Liter pro Tag zum Beispiel, aber gleichzeitig ausreichende Diurese soll man beobachten, immer aufpassen, gegebenenfalls Diuretika geben. Und Kontrolle und Korrektur Elektrolyte, zum Beispiel Kochsalzlösung kann man geben, aber grundsätzlich keine Diät erforderlich, Einschränkung nur bei Ödemen und Hypertonie. Und dann kaliumarme Diät, Bicarbonat bei Azidose, Vermeidung nephrotoxischer Medikamente, NSAR dazu gehören, Nikotin, Aminoglykoside, Cisplatin, Zytostatika, strenge Blutdruckeinstellung wichtig, unterhalb 130 und 80 soll sein. Dazu können wir ACE-Hämmer und AT1-Rezeptorblocker nutzen. Die sind nephroprotektive Medikamente. Und dann Behandlung der Hyperlipidämie wichtig. Und zum Beispiel Statine kann man geben. So, dann bei diabetischen Patienten zum Beispiel sollen wir wissen, Insulinbedarf kann sinken sein, aufgrund zunehmender verminderter Glomerulärer-Filtrationsrate. Der Bedarf von Insulin wird sinken, weniger Insulin renal eliminiert und dazu kommt Glykogenese der Niere abnehmen. Dann eiweißarme Ernährung umschritten, aufgrund so eiweißarmer Ernährung so führt zu geringeren Hyperfiltration der Nephrone. Deswegen soll unbedingt 0,6-0,8 Gramm pro Kilogramm täglich Eiweißernährung laufen. So, bei endokriner Funktionsabnahme, zum Beispiel bei renaler Anämie, Erythropoietingabe, bei sekundärer Hyperparathyroidismus, dietische so Phosphatrestriktion, Phosphatbinder, Calciumcarbonat, Vitamin D-Substitution, gegebenenfalls operative Entfernung der Nebenschilddrüse, dialysepflichtige Niereninsuffizienz, so Dialyse versuchen und dann Nierentransplantation.